Ja. Wecken, Sir. Ihr Bursche meldet sich mit dem Morgenkaffee zur Stelle, Sir. Kommen Sie rein. Der Koch hofft, dass der Kaffee schmeckt und stark genug ist, Sir. Miller, nicht wahr? Jonathan B.? Ja, Sir. Ich freue mich, dem Colonel als Bursche in der nächsten Dienstperiode zu dienen. Sie haben Probleme mit Geometrie, nicht wahr? Ja, Sir, aber meine Noten sind besser geworden, Sir. Arbeiten Sie dran, Miller. Geometrie ist Logik. Und Logik ist das Schlachtfeld der Erwachsenen. Ja, Sir. Welcher Tag ist heute, Miller? Sonntag, Sir. Ich meine Gründungstag, Sir. Ein ganz besonderer Tag, meinen Sie nicht auch? Ja, Sir. Wie erklären Sie mir dann diese Schuhe? Diese Schuhe sind eine Schande, Miller. Nach den Feierlichkeiten heute Morgen melden Sie sich in meinem Büro zur Disziplinierung. Ja, Sir. Raus mit Ihnen. Guten Morgen, Colonel. Einen Moment bitte. Sagen Sie, Captain Loomis, er soll sich sofort in meinem Büro melden. Ich glaube, er ist für die Flaggenparade verantwortlich, Sir. Ach ja, in diesem Fall sofort nach den Feierlichkeiten. Ja, Sir. Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr früh. Danke. Natürlich verspätet sich unser Ehrengast aus Phoenix. Natürlich. Mir fällt es schwer zu verstehen, dass es nur zwei Generationen sind, die den Begründer dieser Akademie trennen von Mr. William Haynes. Ja, Sir. Sagen Sie es mir, wenn er ankommt. Ja, Sir. Ist der Colonel da? Er telefoniert, Mr. Haynes. Möchten Sie hier draußen warten? Nein, danke. Ich warte nicht. Halten Sie es bereit. Ich werde es mir ansehen. Danke. Schön, Sie zu sehen, William. Colonel? War die Reise gut? Lassen wir die Höflichkeiten, Colonel. Sie haben mich letzte Woche angerufen und baten mich, es mir gründlich zu überlegen. Das habe ich. Miss Brady, informieren Sie freundlicherweise Captain Loomis, dass Mr. Haynes den heutigen Feierlichkeiten vorstehen wird. Es war eine französische 75 mm, etwa 70 Jahre alt, Erster Weltkrieg. Und sie wurde jeden Tag abgefahren? Bei Sonnenuntergang. Es war nur eine Frage der Zeit. Wie meinen Sie das? Eine alte Kanone wie diese? Irgendwann musste das passieren. Eine Tragödie. Es hat niemand Schuld, Colonel. Die Kanone hat ihren Geist aufgegeben. Ein Unfall, das ist alles. Hey, Sie! Mister! Übergeben Sie das lieber der Polizei. Genau das werde ich tun. Das hier ist Sperrgebiet. Gehen Sie lieber. Officer, vielleicht sollten Sie diesen Mann festnehmen. Er weigert sich, das Gelände zu verlassen. Dieser Mann ist Inspektor Columbus, Sir. Er leitet hier die Untersuchung. Tatsächlich? Ja, Sir. Inspektor? Das ist Colonel Rumford. Der Kommandant der Akademie. Guten Tag. Guten Tag. Colonel Rumford, Sir. Morgen. Der Kaplan bat mich, Ihnen zu sagen, dass die Männer wie befohlen in der Kapelle versammelt sind, Sir. Sehr gut. Nicht zu fassen. Es kommen Anrufe von draußen in Westlake. Die fragen, was das für ein Lärm war. Muss ziemlich laut gewesen sein. Natürlich war es laut. Die Kanone ist in die Luft geflogen. Nun, hier gibt's nichts mehr zu tun. Verdammt schade um Haynes. Mochte ihn gern, netter Bursche. Wann packt ihr euren Kram ein? Was gibt's da einzupacken? Nur noch das und wir sind fertig. Und Achtung! Setzen! Mr. William Haynes ist tot, meine Herren. Der letzte einer stolzen Linie von Patrioten. Ein Mann, der diese Akademie zutiefst liebte und alles, wofür sie steht. Er wird mir fehlen, genau wie ihn. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieser tragische Unfall uns von unserem Ziel ablenkt. Wir müssen dafür sorgen, dass ein früher, plötzlicher Tod uns Ansporn ist zu noch größerer Entschlossenheit und Hingabe. Die restlichen Tagesaktivitäten sind gestrichen. Der Kaplan wird jetzt mit Ihnen beten. Meine Herren, bitte erheben Sie sich. Lassen Sie uns beten.
O barmherziger Gott, du, der du der Schöpfer und Erhalter des Universums bist, wir bitten dich, nimm diesen so früh von uns gegangenen Gönner dieser Akademie, Mr. William Haynes, was ist denn? Zu dir. Und ich wollte Ihnen nur eine Frage stellen. Sir, wenn Sie während eines feierlichen Anlasses eine Kanone abfeuern, dann benutzen Sie doch keine richtige Munition. Sie benutzen eine Platzpatrone. Und woraus besteht eine Platzpatrone? Natriumnitrat und Baumwolleinlage. Im Namen des Vaters, Baumwolleinlage. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe da draußen ein winzig kleines Haar gefunden. Ja, habe ich hier gefunden. Eigentlich ist es gar kein Haar. Ich nenne es nur so, weil es so dünn ist. Aber im Moment, ich habe es bei mir. Meine Herren, damit ist der Gottesdienst beendet. Eigentlich ist es ein Faden, sehen Sie? Es ist ein Faden. Ich verstehe gar nicht, was so ein Ding in der Kanone zu suchen hat. Verstehen Sie's? Genau das versuchte ich herauszufinden. Also habe ich weitergeguckt und das hier gefunden. Sehen Sie mal dieses kleine Stückchen Stoff. Ich wüsste auch nie, was das mit einer Kanone zu tun hat. Also habe ich weitergesucht. Und ich fand... irgendwo habe ich's. Sie werden sich wundern, was ich gefunden habe. Lag unter dem Streifenwagen. Der Wagen fuhr weg und da lag er. Dieser Stofffetzen. Ich komme also von diesem Haar hier zu diesem Stück Stoff und denke mir, vielleicht ist es ein Teil der Kanonenladung. Sie sagten, dass Sie Baumwolleinlagen benutzen und jetzt weiß ich nicht, was das ist, wissen Sie? Keine Ahnung. Nach Kleidung sieht das nicht aus, finde ich. Noch viel zu groß wie ein Taschentuch. Ich habe noch eine Frage. Hoffentlich klingt das jetzt nicht albern. Ist es möglich, dass so ein Lappen in der Kanone vergessen und dadurch die Explosion verursacht wurde? Wenn irgendetwas das Rohr blockiert, würde die Explosion sofort hinten den Verschluss sprengen. Ich danke Ihnen vielmals. Nun, ich bin sicher, dass es in der Akademie jemanden gibt, der das hier identifizieren kann. Wenn nicht, bringe ich es morgen ins Labor. Vielen Dank nochmals. Einen Moment. Ich möchte es noch mal sehen. Könnte ein Reinigungstuch sein. Ein Reinigungstuch? Zum Reinigen einer Kanone? Ja. Na Gott sei Dank, da bin ich ja erleichtert. Haben Sie vielen Dank. Es ist wie wenn die Autoschlüssel weg sind. Man findet keine Ruhe, bis man sie wieder hat. Ach, Sir. Verzeihen Sie. Vielleicht sollten wir in der Richtung weitersuchen. Vielleicht hat jemand die Kanone geputzt und den Lappen einfach drin vergessen. So etwas geschieht bei uns nicht. Gibt es jemanden, der für die Reinigung der Kanone zuständig ist? Wir haben einen Kadetten, dem diese Aufgabe zugeteilt ist. Ich erinnere im Augenblick seinen Namen nicht. Aber wenn Sie in mein Büro kommen wollen, könnte ich den Namen herausfinden. Macht Ihnen ein Spaziergang was aus? Meine Frau sagt immer, Bewegung tut gut. Das ist Inspektor Colombo, Miss Brady. Er untersucht unseren Fall. Ich möchte, dass der Stab informiert wird und dass er volle Kooperation erhält. Ja, Sir. Kadett Miller zur Stelle wie befohlen, Sir. Besser, Miller. Viel besser. Danke, Sir. Wegen dieser Umstände werde ich Ihnen 2 Wochen Bewährung zugestehen. Danke, Sir. Sie werden sich jeden Tag bei mir melden mit Schuhen, die gereinigt und gewienert sind. Ja, Sir. Wegtreten. Danke, Sir. Er dachte sicher, Sie wollten ihn schlagen. Wie bitte? Der arme Kerl dachte noch, er kriegt Prügel. Manchmal belle ich nur etwas, aber ich beiße nicht, Inspektor. Er ist mein Bursche, eine Art Ordonnanz, der mir jeden Morgen nach dem Wecken den Kaffee bringt. Ich glaube, um 6.30 Uhr morgens ist es schwer, an saubere Schuhe zu denken. Aber wenn Sie jetzt keine Selbstdisziplin lernen, lernen Sie sie nie. Mal sehen, die Woche des 7. Wie haben Sie den Jungen eben genannt, Sir Bursche? Bursche. Der 7. Auftrag, Kanonenreinigung. Springer. Ist das ein Bursche, den Sie besser kennen? Ah, der Kadett Springer ist schon 2-mal suspendiert worden. Hat mehr Minuspunkte, als ich zählen kann. Woran denken Sie, Sir? Glauben Sie, dass er der Typ ist, Sie wissen schon, mit den Gedanken woanders und vergisst den Lappen in der Kanone? Wenn jemand sich so verantwortungslos benehmen kann, dann Kadett Springer. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Herein! Oh, Verzeihung, Sir. Ich komme später. Nein, nein, reden wir jetzt, Loomis. Wissen Sie, dass Sie ein schweres Problem in Pershing Hall haben? Nein. Ich warte dann lieber draußen. Nein, nein, bleiben Sie ruhig hier, Inspektor. Irgendjemand da drüben gärt starken Cider in Pershing Hall. Und das vor Ihrer Nase. Wissen Sie davon? Nein, Sir. Besitz und Konsum von alkoholischen Getränken ist ein schwerwiegendes Vergehen. Ja, Sir. Hat der Colonel einen Verdacht, wer die verantwortliche Person ist? Wenn ich den hätte, brauchte ich Sie nicht zur Untersuchung, oder? Nein, Sir. Das ist alles. Natürlich, Sir.
Junge Menschen sind nun mal so. Ja, junge Menschen sind so, Inspektor. Aber jemand sollte sie zu Männern machen. Ja, Sir. Hm. Wo finde ich diesen Kadettspringer? In Pershing Hall, glaube ich. Und wie finde ich dahin? Durch den Haupteingang zum südlichen Parkplatz. Dann gehen Sie quer über den Hof zur Sportanlage und dann rechts Richtung Kapelle und die nächste wieder links. Es ist das dritte Haus auf der linken Seite, in der Nähe des Haupttores. Ich danke vielmals. Schon gut. Oh, Inspektor! Inspektor! Haines Frau ist benachrichtigt worden. Sie fliegt heute Abend her, um den Leichnam überführen zu lassen. Ja, sehr gut. Ich habe Haines persönliche Sachen. Ich werde sie in meinen Wagen mit zurücknehmen, Inspektor. Handkoffer, sauberes Hemd, Unterwäsche, Socken und anscheinend eine Blaupause. Eine Blaupause? Ich glaube, es ist eine Blaupause. Darf ich? Und was ist das? Sagt mir gar nichts. Hier steht Turnen. Vielleicht eine neue Sporthalle. Ja. Wo sind die anderen Bögen? Das war der einzige. Na Moment, hier steht Bogen 3 von 3. Und hier sind Heftklammerlöcher unten in der Ecke. Das hier war alles. Würden Sie das bitte hinten in meinen Wagen legen? Danke. Kadett Springer? Ja? Mein Name ist Columbo. Inspektor Columbo. Bleiben Sie ruhig, wo Sie sind. Tut mir leid, wenn ich Sie störe. Ich denke, Sie können mir helfen. Dauert nur eine Sekunde. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, was das hier ist. Zum Putzen, ein Reinigungstuch. Für was? Für eine Kanone oder ein Geschütz. Woher wissen Sie das? Fassen Sie es an, es ist Waffenöl dran. Stimmt, Sie haben völlig recht. Ich werde Ihnen den Grund nennen, warum ich frage. Ich fand dieses Tuch auf dem Paradeplatz, wo die Kanone explodiert ist. Ich habe auch erfahren, dass Sie zur Geschützreinigung eingeteilt waren. Also ich habe keinen Lappen in der Kanone gelassen, wenn es das ist, was Sie sagen wollen. Wir haben eine einfache Frage zu klären. Wenn dieser Stoff im Kanonenrohr steckte, wie ist er dann da reingekommen? Das ergibt einen Sinn, aber ich war es nicht. Wie hieß noch die Kanone? Großer Donner. Großer Donner, richtig. Ja, ich hatte den Namen vergessen. Herr Colonel ist knallhart, was? Ich denke schon. Und Sie verstehen sich ganz gut? Warum fragen Sie mich das? Stellen Sie diese Fragen ihm. Er hat mir gesagt, Sie hätten viele Minuspunkte. Das ist richtig. Der Colonel und ich haben gewisse Probleme miteinander. Was ist der Anlass, dass er Sie zum Kanonenreinigen verdonnert hat? Also eigentlich ist das Reinigen der Kanone bei uns als Ehrendienst anzusehen. Tatsächlich? Das ist eine Belohnung? Ja. Wer hat Sie eingeteilt? Der Colonel. Wie oft wird Sie gereinigt? Jeden Abend. Auch wenn ich gefeuert wurde? Sie feuern sie jeden Abend bei Sonnenuntergang. Und Sie haben sie gestern gereinigt? Hören Sie, ich habe dieses Stück Stoff nicht im Mündungsrohr gelassen. Ich konnte es gar nicht. Sonst haben Sie mir wohl nichts zu sagen. Nein. Inspektor Columbus, Sir? Sind Sie fertig, Sir? Der Colonel hat mich beauftragt, Ihnen eine Einladung zum Abendessen zu überbringen, Sir. Ja, ich denke, ich bin fertig. Danke vielmals. Vielleicht unterhalten wir uns später nochmal. Haben Sie sich schon mit Springer unterhalten? Hm? Oh ja, zufriedenstellend. Nein, Sir. Oh, wie kommt das? Sinkt die Studentenzahl an der Akademie? Wie bitte? Ich meine, ist die Studentenzahl gesunken? Etwas in letzter Zeit. Ich habe nur gefragt, weil ich so viele leere Tische dort sehe. Es wollen nicht mehr viele Soldaten werden heutzutage. Wieso war Ihre Unterhaltung nicht zufriedenstellend? Da waren ein paar Dinge, die mich verwunderten, Sir. Ich habe eine Frage, Sir. Wieso wird ein Kadett, der nicht funktioniert, für einen Ehrendienst eingeteilt? Oh, wir haben ja eine Methode entwickelt, Inspektor.
Bei rebellischen Kadetten haben wir es mit Strafen und Disziplin versucht, aber wie Sie wissen, die besten Männer sind nicht immer die gefügigsten. Und im Falle eines Kadetten, der Charakter hat und Begabung, da bewirkt ein Ehrendienst wirklich manchmal ein Wunder. Aber Sie haben die Einteilung gemacht. Oh ja. Verstehen Sie es nicht falsch. Ich habe noch eine Frage. Ich muss sie stellen. Als ich Sie heute Morgen nach der Einteilung fragte, wieso haben Sie sich nicht daran erinnert? Ach so, da kann ich Ihnen behilflich sein, Inspektor. Ich erinnerte mich, die Einteilung vorgenommen zu haben, aber ich wusste nicht, ob er sie immer noch ausführte. Sie können das nicht wissen, Inspektor. Die Aufgabe besteht für ungefähr 3 Wochen und dann wird abgelöst. Oh, jetzt verstehe ich. Haben Sie vielen Dank, Sir, das erklärt es. Freut mich. Sie müssen mir verzeihen. Das bin nicht ich, sondern mein Verstand. Er ist langsam und alles muss an seinen richtigen Platz. Das kann ich verstehen. Könnten Sie mir die Butter geben? Ich gebe Ihnen die Butter. Aber sagen Sie mir dann auch, wieso die Unterhaltung nicht zufriedenstellend war. Offen gesagt, ich werde zu dick. Ich bemühe mich schon, weniger Butter zu essen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich werde Ihnen sagen, wieso das Gespräch nicht zufriedenstellend war. Aber zu Hause haben wir keine Butter. Meine Frau tischt mir Margarine auf und die schmeckt nicht. Übrigens will ich Sie nicht bedrängen, wenn Sie es mir nicht sagen wollen. Verstehe ich das? Oh nein, Sir. Ich brauche Ihre Hilfe. Ah, das weiß ich. Ich meine, Sie sind schließlich kein Außenseiter und es ist äußerst wichtig für Sie. Sie haben ein Recht, das zu wissen. Sehr richtig. Er hält etwas zurück. Er sagt nicht die ganze Wahrheit. Sehen Sie, das steht auf der einen Seite. Deswegen war die Unterhaltung auch völlig unbefriedigend, andererseits. Allerdings, als er abstritt, das Tuch in der Kanone gelassen zu haben, das glaube ich ihm. Ach, Inspektor, jetzt habe ich ein Problem. Ich fange jetzt an, wie Sie zu denken. Sehen Sie, Springer war eingeteilt, die Kanone zu reinigen, richtig? Ja. Springer war der Letzte, der die Kanone gereinigt hat. Und Springer hat nun mal den Ruf, nachlässig zu sein. In Anbetracht dieser Tatsachen, Inspektor, können Sie mir erklären, warum Sie ihm glauben? Weil er das Stück Tuch ganz schnell identifizieren konnte. Mit anderen Worten, ich habe ihn gefragt, was das für ein Tuch ist. Und er hat es nur kurz berührt und sagte sofort, es sei ein Putzlappen. Er hat überhaupt nicht gezögert. Das hat mich überzeugt. Mitgefühl ist hier wohl ganz fehl am Platz. Inspektor, ich habe nicht das Verlangen, den jungen Mann zu vernichten, genauso wenig wie Sie. Aber er hat sich der Nachlässigkeit schuldig gemacht. Das hat einem Mann das Leben gekostet. Und ungeachtet der Maßnahmen, die Sie ergreifen, wir werden ihn hart disziplinieren. Gleich hier, in Haynes Militärakademie. Captain Loomis? Sir? Was gibt es Neues im Cedro-Zwischenfall? Ich bin noch am Untersuchen, Sir. Lassen Sie sich eins sagen, Loomis. Bewahren Sie sich vor falschem Gerechtigkeitssinn. In diesem Fall wissen die Schuldigen nicht, was Gerechtigkeit ist. Sie lassen zu, dass sie auf Ihnen herumtrappeln. Nun machen Sie Dampf. Entschuldigen Sie mich, Inspektor. Ich hatte einen harten Tag. Ich denke, ich werde in mein Quartier gehen. Yes. Sie nehmen das doch nicht persönlich, oder? Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Männern. So was passiert mal. Ja, Sir, ich bin froh, dass Sie das gesagt haben. Vielen Dank. Oh, da ist noch eine Sache. Also, wenn Sie mich begleiten wollen, können wir das unterwegs besprechen, wenn Ihr Mahl beendet ist. Aber ja, Sir, ich esse sehr wenig am Abend. Heute Morgen, als ich hier ankam, sprach ich mit einem... Gott, wie hieß der noch? Es war einer Ihrer Offiziere. Er spricht sehr langsam. Oh, Captain Barker. Klingt richtig, Sir. Ich glaube, es war Barker. Guter Mann. Er erzählte mir, dass Sie zu speziellen Gelegenheiten die Kanone persönlich abfeuern. Ja, 3-mal. Am Eröffnungstag, bei der Verleihungszeremonie und natürlich am Gründungstag. Und was ist mit abends? Wie nennen Sie das? Appell? Ah, dafür sind die Unteroffiziere eingeteilt. Und das funktioniert auf Tagesbasis. Ach so. Also, Sie schießen mit der Kanone nur 3-mal pro Jahr. Das ist richtig. Das ist ein heikles Thema. Ich wage gar nicht, es auszusprechen, weil Sie vielleicht überreagieren. Kommen Sie zur Sache. Ich weiß, Sie glauben, dass Kadett Springer bei der Reinigung der Kanone unachtsam war und das Tuch drin vergessen hat. Aber wenn Sie nur mal einen Moment annehmen, dass ein anderer den Lappen in die Kanone gesteckt hat, und wenn es Absicht war und für den Gründertag geplant war, für einen der 3 Tage des Jahres, an dem Sie die Kanone abfeuern, dann, Sir,
Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Aber das ist klar. Dann waren Sie das Ziel. Das ist lächerlich. Lächerlich und spekulativ. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich weiß, dass es Sie aufregt. Ich denke, Sie arbeiten zu hart, Inspektor. Nicht alles ist Mord, wissen Sie? Auch in Ihrem Geschäft passieren Unfälle. Sie wissen das. Menschen werden überfahren. Jemand vergisst ein Tuch im Rohr. Auf Wiedersehen. Sie haben sicher recht, Sir. Zu viele Jahre Morddezernat. Man nimmt immer das Schlimmste an. Das kann ich mir vorstellen. Oh, Sir, tun Sie mir einen Gefallen. Ah, sicher. Meine Frau ist oben in Fresno. Sie besucht meine Schwiegermutter. Wenn es nicht zu viele Umstände macht, dann würde ich gerne übernachten. Ich will nur niemandem Mühe bereiten. Das macht keine Mühe. Ich werde das Gästehaus für Sie herrichten lassen. Sofort. Mir wäre die Kaserne lieber, wenn es geht. Bei Ihren Jungs da. Leben. Verstehen Sie? Ja, das könnte sehr lehrreich für Sie sein. Übernachten Sie doch in Pershing Hall. Und reden noch mal mit Mr. Springer. Wundervoll. Ich sorge für Ihre Begleitung. Das ist nicht nötig, Sir. Ich weiß ja, wo es lang geht. Außerdem muss ich noch was aus meinem Wagen holen. Ich sag Captain Loomis, er soll Sie erwarten. Gut. Ermitteln Sie noch, Inspektor? Noch nichts Wichtiges. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Nun, wenn Sie fertig sind, wie wäre es, wenn Sie mir helfen würden, den unheilvollen Cidre-Fall zu lösen? Ach, darüber wollte ich sowieso mit Ihnen sprechen. Als Jungs im Sommerlager tranken wir immer Cidre. Hier geht's um harten Stoff. Einige der Jungs füllen ihn in Flaschen und lassen ihn dann in der Nacht durchgehen. Als ich jünger war, da war es die Speisekammer. Morgen, Sir, überprüfen Sie Zimmer 2245 für Inspektor Columbo. Sorgen Sie für Bequemlichkeit. Ja, Sir. Wo ist denn Springer? Der Colonel hat ihn zum Strafdienst verurteilt. Wegen der Kanonenreinigung. Springer sagte, er hat das Tuch nicht in der Kanone gelassen. Springer war verantwortlich für die Kanone und das reicht aus, Inspektor. Ich überlasse Sie jetzt morgen. Sollten Sie was brauchen, ich bin oben einquartiert. Inspektor? In der Kommode ist eine neue Toilettenausrüstung, Sir. Handtücher sind im Schrank. Wenn Sie sonst was brauchen, rufen Sie mich. So ein Zimmer hätte ich nicht erwartet. Wissen Sie, morgen, ich war auch bei der Armee. Wir hatten einen großen Schlafsaal. Doppelbetten und einfache. 50 Mann. Die eine Hälfte schnarchte, die andere Hälfte schrieb Briefe. Eine Privatsphäre gab es nicht. Aber das hier, zugegeben, es ist kein Tanzsaal, aber Sie sind für sich. Wissen Sie, wenn ich sowas gehabt hätte bei der Armee, dann hätte es vielleicht sogar Spaß gemacht. Ich glaube, Spaß ist nicht genau das Wort, das Sie meinen, Sir. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich wollte Sie doch was fragen morgen über die neue Sporthalle. Neue Sporthalle? Ja, ich hörte von einer neuen Sporthalle. Ich höre das erste Mal davon. Die Sporthalle, die wir haben, ist noch ganz neu, erst 7 Jahre alt. Das ist ein Witz, nicht? Nein, Sir. Dann habe ich mich wohl verhört. Ja, Sir. Danke. Guten Morgen, Sir. Kompanie rechts um! Ich wollte schon rüberkommen und Sie im Büro aufsuchen. Aber dann sah ich Sie plötzlich hier umkommandieren. Und dachte mir, ich muss es Ihnen so bald wie möglich sagen. Mir Wasser. Marsch! Ich habe da drüben mit einem Mann gesprochen. Haben Sie das nicht gesehen? Mit welchem Mann? Sergeant Kennedy von der Ballistik. Ich werde Ihnen erzählen, was er gefunden hat. Ich hab's gleich hier. Er hat Metallstückchen aus dem Verschlussblock der Kanone entnommen und analysieren lassen. Natürlich in einem Labor. Keine guten Neuigkeiten, Sir. Inwiefern denn? Winzige Spuren von Dynamit. Gel. Gelatine. Ist das das richtige Wort? Gelatine-Dynamit. Dynamit namens C4. Das ist ein sehr starker Sprengstoff, Inspektor. Wir benutzen ihn nicht. Aber genau das ist der Punkt. Sie benutzen ihn hier nicht. Als hat jemand die Geschosshülse manipuliert. Verstehen Sie das? Denn bei einem so großen Krach und derartigem Druck muss doch jemand das Pulver aus der Patronenhülse rausgenommen haben, dieses... Natriumnitrat. Ja, Sir, er musste es rausnehmen und das andere Zeug reintun. Und dann ist es kein Unfall mehr, Colonel. Dann ist es nämlich Mord, schlicht und einfach. Glauben Sie wirklich? Ich bin mir ganz sicher, Colonel. Dann ist es eine ernste Angelegenheit. Wenn sich etwas derartiges beweisen würde, wäre das ein schwarzer Fleck auf der Geschichte dieser Akademie. Sie sollten diese Untersuchungen schnell vorantreiben.
Klären Sie es auf, Inspektor. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Das Problem ist, Colonel, ich habe keine Hinweise. Ich habe nur Kadett Springer. Ich habe vor, noch mal mit ihm zu sprechen und seine Akte einzusehen. Aber Sie wissen ja, was ich über Springer denke. Ich werde Miss Brady sprechen und dafür sorgen, dass Ihnen alle Akten zur Verfügung stehen. Wie Sie sehen, habe ich viel zu tun. Gibt es sonst noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Ja, ich hätte gerne ein paar frische Socken. Ich nehme an, Sie kannten William Haynes ziemlich gut? Nein, ich habe ihn nur selten gesehen. Aber war er nicht Vorstandsvorsitzender? Mr. Haynes' Kontakte zur Akademie waren selten und leider oft negativ. Ich habe nur hin und wieder für ihn gearbeitet. Sieh an, was ich hier finde. Ja, was ist, Inspektor? Ich sehe, Kadett Springer wurde 6-mal dabei erwischt, wie er sich aus der Akademie geschlichen hat. Das war schon letztes Jahr. Hat er eine Freundin? Das wäre wohl seine Privatangelegenheit. Ich habe wirklich viel zu tun. Nun, Verzeihung, Ma'am. Alles wieder so, wie es war. Danke. Ich danke. Kann ich Sie was fragen? Hat meine Zigarre Sie gestört? Ein wenig. Hätte ich mir denken können. Darf ich noch eine Frage stellen? Dauert nur eine Minute. Der Disput zwischen dem Colonel und Mr. Haynes gestern früh. Ich weiß nicht, worum Sie gestritten haben. Ich weiß nur, Mr. Haynes war unhöflich und arrogant. Der Colonel brachte was zur Ablage heraus und hat die Tür angelehnt gelassen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Mr. Haynes es war, der provozierte. Mit dem Herbstsemester wird die Haynes-Akademie ein gemischtes Junior-College. Ich verstehe. Ich frage mich, ob Sie das wirklich tun, Rumford. Diese Akademie könnte leicht 6.000 ausbilden. Dieses Jahr beläuft sich die Zahl auf nur 1.100. Wir haben unseren Standard gesenkt, doch ohne Erfolg. Es werden weniger. Die Wahrheit ist, niemand möchte mehr bei uns Soldat spielen. Der Krieg ist vorbei. Er ist nie vorbei, William. Es gibt zu viele Menschen, die darauf aus sind, dieses Land zu vernichten. Und deswegen sollte eine Anstalt wie diese Akademie auch niemals geschlossen werden. Das wirklich Unfassbare an Ihnen ist, Rumford. Sie glauben tatsächlich an diese Klischees. Und woran glauben Sie, William? An diese Plastikwelt der Werbung, in der Sie sich so behaglich eingerichtet haben? Es sind Menschen wie Sie, William, die unser Land in einen sittenlosen Morast verwandeln. Es ist kein Geheimnis, Rumford. Ich mag Sie nicht. Ich mochte Sie schon nicht, als ich hier Kadett war. Ich verstehe Ihre Verbitterung. William, Sie waren ein mieser Kadett. Ihnen fehlt es an Charakter und echter Qualität. Ihr Großvater dagegen war aus anderem Holz. Sie leider nicht. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie hier rauszuschmeißen. Ihre gemischte Schule ist noch nicht durch, William. Was zur Hölle können Sie dagegen machen? Das Büro der Treuhand schert sich einen Dreck um Ihre Meinung, genau wie ich. Wissen Sie, William, Sie erinnern mich an eine Geschichte über Stonewall Jackson, als er einen Unfähigen von seinem Stab entlassen musste. Er sagte, hier ist ein Mann, dem es so an Führungseigenschaften fehlt, dass er nichts bewerkstelligen kann, wenn er nicht wie ein Kind an die Hand genommen wird. Was wollen Sie damit sagen? Denken Sie, dass ich mich ohne Sie nicht zurechtfinde? Ich glaube, dass Sie ohne meine Hilfe nicht mal den Weg zur Latrine finden würden. Sie sind krank. Sie sind so sehr daran gewöhnt, Gott zu spielen, dass Sie meinen, nichts funktioniert ohne Sie. Seit 7 Jahren sind Sie am Gründungstag jedes Jahr Ehrengast gewesen. Aber ich finde, dass Sie es nicht verdienen, auf diesem Gelände zu stehen. Sie sind hier längst überflüssig. Und jetzt, nehme ich an, möchten Sie den heutigen Feierlichkeiten vorstehen? Der Colonel sagte zu Mr. Haynes, dass Captain Loomis die Feierlichkeiten führen sollte. Wenn Mr. Haynes darauf gehört hätte, würde er heute noch leben. Also war es Mr. William Haynes' Protest, der ihn umbrachte. Ich danke Ihnen vielmals. Gern geschehen. Inspektor! Wir haben ein Problem. Roy Springer. Er ist weg. Sie meinen, er ist weg? Wir haben das ganze Gelände abgesucht, aber er ist nicht da. Der Colonel fand, Sie sollten es wissen, falls Sie eine Großfahndung rausgeben wollen. Gewiss, das werde ich auch sofort in die Wege leiten. Danke. Nach wann wurde er zuletzt gesehen und wo? Vor etwa einer Stunde in MacArthur Hall. Miss, verzeihen Sie.
Ja? Ich suche nach einem Mädchen. Tut mir leid, mit Fremden darf ich nicht reden. Nein, Miss, ich bin gar kein Fremder. Ich bin Polizist und ich suche eine Susie Gerard. Ich habe eine Akte, dass sie hier letztes oder dieses Jahr zur Schule ging. Susie? Klar, Susie geht hier zur Schule. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Sicher, sie ist in dem Bus, der da gerade abfährt. Vielleicht können Sie mir sagen, wie sie aussieht. Sind Sie wirklich von der Polizei? Ja, wirklich. Sieht aber nicht wie ein Polizeiauto aus. Ja, ja. Bloß eine ungefähre Beschreibung. Ist sie groß, ist sie klein, blond, brünett? Also sie ist irgendwie Durchschnitt, blond. Sie trägt einen roten Pullover. Danke. Ich hoffe, du magst Käse, sonst gab's nichts. Ganz großartig. Toll. Also falls du sie brauchst, ich habe ungefähr 20 Dollar für dich. Nein, ich werde mich schon irgendwie durchschlagen nach Norden, weißt du? Wahrscheinlich gehe ich zu einem Freund nach San Francisco. Roy, meinst du nicht, dass du bleiben solltest? Nein. Ich weiß, du hast es nicht getan, aber... Es hat mich jemand reingelegt. Wer versucht, sie reinzulegen? Und woher wissen Sie, dass er es nicht getan hat? Colonel Rumford, Inspektor Columbo wartet in Ihrem Büro mit Kadett Springer. Danke. Gern geschehen. Ah, Inspektor. Mr. Springer. Sir. Kadett Springer traf den Entschluss zur Rückkehr in die Akademie. Ich bin entzückt, Sie wiederzuhaben. Haben Sie irgendwelche Anschuldigungen gegen ihn oder kann ich ihn jetzt disziplinieren? Ich habe keine Anschuldigungen. Freut mich, das zu hören. Allerdings gibt es gewisse Tatsachen, die Sie wissen sollten. Ich begrüße jegliche Information, die die Situation hier bereinigt, damit wir wieder zur normalen Routine kommen. Roy? Haben Sie dem Colonel noch etwas zu sagen? Sir, es ist unmöglich, dass ich den Lappen in der Kanone gelassen habe, Sir. Sagen Sie, warum? Weil ich die Kanone nicht gereinigt habe am Abend vor der Feier, Sir. Und warum nicht? Ich war nicht auf dem Campus, Sir. Wo dann? Das würde ich lieber nicht sagen, Sir. Das glaube ich Ihnen. Es stimmt, er war nicht auf dem Campus. War er nicht? Nein, Sir, war er nicht. Und es gibt jemanden, der seine Geschichte bestätigen kann. Und somit hat er ein gutes Alibi. Es ist kein Alibi, Sir, es ist eine Tatsache. Ah, schön. Mr. Springer, bis zur Untersuchung dieser schweren Verletzung der Vorschriften der Akademie bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihrem Quartier. Verstanden? Wegtreten. Ja, Sir. Was halten Sie von ihm? Ich habe über Sie nachgedacht. Ich weiß, Sie mögen keine Schmeicheleien, aber wenn Sie es einmal ertragen, ich finde das, was Sie für den Jungen tun, wunderbar. Das freut mich. Denn Sie haben ihm geraten, standhaft zu bleiben und haben ihm versprochen, ihn zu unterstützen. Hat er das erzählt? Yes, Sir. Was werden Sie als Nächstes tun? Ich muss dauernd an diese Akte denken. Was da drin steht. Er ist ein sehr eigensinniger junger Mann, hartnäckig und stur. Er nimmt gerne entgegengesetzte Positionen ein. Sagen, der Schnee ist weiß und er sagen, er ist schwarz. Allerdings sind dadurch seine Reaktionen sehr berechenbar. Springer. Nein, Sir. Das ist nicht Springer, sagte. Das ist eine von Ihren alten Akten. Die von William Haynes. Das ist interessant. Dass mit 16 Jahren sich Ihre Charaktereigenarten dermaßen geähnelt haben. Aber Mr. William Haynes wuchs zu einem Mann ohne Überzeugung heran. Ich habe größere Hoffnung für Mr. Springer. Wenn ich über Haynes und Springer und über diese Akte nachdenke und die Tatsache, dass ihre Reaktionen berechenbar sind, finde ich was ganz anderes interessant. Ich bin ein Polizist, ich habe ein anderes Problem. Ich muss einen erwischen. Wer hat Schlüssel zum Munitionsraum. Munitionsraum? Ja, Sir, der Verbrecher musste in den Munitionsraum, um die Ladung der Hülse auszuwechseln. Um das zu tun, musste er an die Schlüssel rankommen. Wie viele Sätze gibt es? 3. Springer hat einen Satz, der Offizier vom Dienst, und ich habe einen Satz Generalschlüssel für jede Tür auf dem Campus. Wir wissen Springer aber gar nicht auf dem Campus. Also hat jemand Springers Schlüssel genommen oder die Schlüssel vom Offizier des Tages. Oder vielleicht sogar Ihre Schlüssel? Unmöglich. Ich glaube, wir hatten am Abend zuvor eine Stabsbesprechung, die bis 2200 Uhr dauerte. Dann habe ich mich in mein Quartier zurückgezogen, wo ich fest geschlafen habe. Mein Bursche hat mich um 6.30 Uhr geweckt.
Stabsbesprechung 2200 Uhr verlassen. Welche Zeit ist das? 10 Uhr abends Ihrer Zeit. 10 Uhr abends, aha. Dann ins Quartier gegangen, fest geschlafen, Bursche kam, weckte um 6.30 Uhr. Mhm. Hätte jemand in der Zeit Ihre Schlüssel stehlen können? Ich schließe immer ab, bevor ich schlafen gehe. Es ist also entweder Springers Schlüssel oder der des Offiziers gewesen. Vielleicht achten wir viel zu sehr auf die Kadetten. Vielleicht sollten wir besser nach einem Waffenexperten suchen. Sie wissen, Sprengstoff. Das hier ist eine Militärakademie, Inspektor. Und wie Sie wissen, hat das Militär auch hin und wieder mit Waffen zu tun. Und mit Sprengstoff. Wir haben übrigens eine Menge Experten auf dem Campus. Zählen Sie sich persönlich auch dazu? Auf jeden Fall. Die Frage ist, wer hätte ein Motiv, Sie zu töten? Hat jemand eine Rechnung mit Ihnen zu begleichen? Möglich. Ich gebe nicht vor, besonders geliebt zu werden. Fällt Ihnen eine bestimmte Person ein? Unzufriedener Soldat unter Ihrem Befehl? Rivale? Eifersucht wegen einer Frau? Nein. Vielleicht irgendein geistesgestörter Mensch? Niemand in der Vergangenheit, niemand in der Gegenwart, das führt dann auch zu niemand. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht versucht gar keiner, sich zu töten. Ich habe mich schon öfter geirrt. Man kann sich leicht verzetteln. Bill Haynes wurde in die Luft gesprengt. Bleiben wir doch einfach dabei. Irgendjemand hat einen Grund, Bill Haynes in die Luft zu sprengen. Warum machen wir uns so viele Gedanken? Wenigstens, wenn Sie so ruhig schlafen können. Wissen Sie, in gewisser Weise haben wir ähnliche Berufe. Ich trage eine Uniform, Sie tragen eine spezielle Uniform, möchte ich es mal nennen. Ich habe meinen Kadetten immer gesagt, manchmal ist es schwerer für jemand, schlampig zu sein, als sauber, adrett und ordentlich. Es sind die Kriege, wissen Sie? Die Kriege und die Nationen. Wenn das aufhört, hängt die Uniform am Nagel. Ich hänge sie an den Nagel. Dann ziehe ich mich zurück in meinen kleinen Garten. Ich habe einige Rosen. Weiße Rosen. Und ich nehme an, wenn die Menschen aufhören mit den ganzen Kriegen, dann hängen sie auch an den Nagel. Ich dachte, das wäre ein leerstehendes Gebäude. Ist es auch. Ach ja? Das wird sich ändern. Vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht auch nicht im nächsten. Aber es wird sich ändern, Mister. Darauf können Sie wetten. Keine widerwilligen Muttersöhnchen mehr, keine Schlappschwänze, keine Querulanten. Dieses Land wird die beste verdammte Armee der Welt vorweisen können. Und Haynes Militärakademie ist ein Teil davon. Ich habe eine Frage wegen der Blaupause. Blaupause? Ich habe sie in Mr. Haynes Wagen gefunden. Ich möchte so gern, dass Sie sie ansehen. Einfach einen kleinen Blick drauf werfen. Ich habe gedacht, Sie wollen eine neue Sporthalle bauen und... Natürlich konnte ich mir überhaupt nicht erklären, warum Sie eine neue Sporthalle bauen, wo doch die alte erst 7 Jahre alt ist. Jetzt ist es mir klar. Es ist dieselbe Sporthalle mit einigen Umbauten. Ich genehmigte keine Veränderung. Aber Mr. Haynes hat es. Oder er wollte es genehmigen. Aber sehen Sie, ich habe die Duschen entdeckt. Hier die Becken. Die Kabinen. Ich bin kein Fachmann, Sir. Aber wenn das ein Umkleideraum für Jungs sein soll, dann fehlt da was. Sie wissen, was ich meine. Keine Pinkelrinnen, meinen Sie? Ja, genau. Und als ich das hier sah, wurde mir klar, vielleicht hatte Mr. Haynes vor, hübsche Mädchen auf dieser Schule zuzulassen. William Haynes hatte einige verrückte Ideen, Inspektor. Das war eine. Er hat sie hin und wieder aus der Kiste geholt, wie man so schön sagt. Irgend so eine verrückte Idee, das hier in ein gemischtes College zu verwandeln. Aber das alles war immer nur Gerede. Wahrscheinlich haben Sie recht, Sir. Aber die Sitzung des Verwaltungsrates steht doch diese Woche bevor. Ich glaube, Miss Brady hat vorhin sowas erwähnt. Ich kann Ihnen versichern, hätte Mr. Haynes das Thema einer gemischten Schule erwähnt, es wäre rundweg abgelehnt worden. Da sind Sie ganz sicher? Absolut. Ich stehe in enger Verbindung zu jedem Vorstandsmitglied. Und ich habe Ihr volles Vertrauen. Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird, jedes Vorstandsmitglied persönlich zu überprüfen. Alle raustreten, Inspektion! Alle raustreten! Alle raus, Inspektion, vorwärts! Alles raus, Inspektion! Was ist denn los? Nachtinspektion!
Inspektion! Los, antreten! Raus hier! Stellen und nehmt die Haltung ab! Alle sind versammelt, Sir. Es ist 3 Uhr morgens. Meine Herren, mir ist klar, dass es sehr früh ist. Und es könnte Stunden dauern. Stunden? Aber jemand in diesen Schlafräumen... Gerd Ziedren. Und egal, wie lange es dauert, ich habe vor, den Ziedren zu finden. Und die Schuldigen zu bestrafen. Verstanden? Sir! Ja, Sir! Verstanden? Ja, Sir! Fangen Sie da unten an. Ja, Sir. Nichts, Sir. Captain? Sir? Ist da was? Ist da was? Nein, nichts, Sir. Nichts? Nichts. Über jeden hier verlange ich eine Meldung. Weitermachen. Ja, Sir. Wegtreten! Wegtreten! Hey, Clown, wie machst du das bloß? Er hat's nicht gefunden. Ich verstehe es nicht. Er hat genau drauf gesehen. Vielleicht ist er nicht mehr da. Idiot, natürlich ist er das. Ich habe ihn selbst da hochgestellt. Vielleicht hat ihn jemand anders genommen. Werden Sie es sagen, Inspektor? Nein. Aber ich möchte, dass Sie mir einen Gefallen tun. Ich will nur alles über die Cidre-Geschichte erfahren. Und zwar wo, wer und wann. Ja. Captain Loomis, Sir. Entschuldigen Sie die späte Störung, Sir, aber es ist dringend. Es wäre gut, wenn Sie sofort zum Fahnenmast auf dem Paradeplatz kommen. Es geht um den Cidre, Sir. Cidre? Ja, Sir, um den Cidre. Ich glaube, ich habe ihn. Na schön. Wer auch immer auf dem Zimmer ist, Sie sollen herkommen und antreten. Der ganze 2. Stock soll antreten. Ja, Sir. Haben Sie verstanden, Captain? Ja, Sir. Der ganze 2. Stock! Ja, Sir! Und machen Sie schnell! Der Cidre, Inspektor! Der trügerische Cidre hat sich endlich materialisiert! Ich wusste es doch! Wo haben Sie ihn gefunden? Da oben! Wo zeigen Sie denn hin, Sir? Wo zeigen Sie hin? 2. Stock, 4. Fenster von rechts! Heiliges Kanonenrohr, Sie haben recht, da ist er! Eins muss man Ihnen lassen, Sir, Sie haben nie aufgegeben, ja, nicht wahr? Sie haben auch ziemlich gute Augen, nicht? Aufmerksamkeit gehört zum Job. Sie wussten also davon, Sie haben ihn schon mal gesehen. Ja, natürlich. Entschuldigung, wann haben Sie zum ersten Mal den Cidre? Das war letzte Woche. Mittwoch oder Donnerstag? Wäre möglich. Eigenartig, dass Sie die Sache nicht gleich untersucht haben, so wie Sie es sonst tun, sofort, ohne Verzögerung. Meine Herren, Sie sind langsam. Sehr langsam. War es am Tag oder nachts? Was? Ich habe gefragt, ob es während des Tages war oder nachts. Tag natürlich. Also, Captain, wer war's? Morgen, Sir. Morgen, vortreten. Alle Kadetten, bleiben, wo Sie sind. Inspektor, was zur Hölle geht hier vor? Es war dunkel, Sir. Es kann nicht während des Tags gewesen sein. Wer auch immer mit der Herstellung des Alkohols zu tun hatte, bitte heben Sie die Hand und sagen Sie ich, Sir. Ich, ja, Sir! Wurde der Alkohol jemals am Tag draußen hängen gelassen? Nein, Sir! Captain Loomis? Nein, nie! Colonel, es kann nicht am Tag gewesen sein. Dann war es in der Nacht. Logik, Inspektor. Logik. Mittwochnacht, Donnerstagnacht. Nein, Sir, es war Samstagnacht. Die Nacht vor der Explosion, als Mr. Haynes getötet wurde. Samstagnacht war ich nicht draußen. Wurde der Cidre jemals Mittwoch oder Donnerstagabend rausgehängt? Nein, Sir! Freitagnacht? Nein, Sir! Wann war es das erste Mal, dass der Cidre draußen hing? Samstagnacht, Sir! Dann habe ich mich geirrt. Es war wohl Samstagnacht. Könnten Sie es mir genauer bezeichnen? War es eher 10 Uhr oder 2 Uhr oder 3 Uhr? Bei Tagesanbruch vielleicht am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr. Es kann unmöglich Tagesanbruch gewesen sein. Wie Sie wissen, Inspektor, war ich in meinem Quartier und schlief, bis mich um 6.30 Uhr mein Bursche weckte. Also entweder haben Sie ihn gesehen nach 6.30 Uhr, als Sie aufstanden, oder Sie sahen ihn früher, bevor Sie ins Bett gingen. Das eine oder andere, offensichtlich.
Wer von Ihnen muss den Cidre reinholen am Sonntagmorgen? Hier, Sir. Und um wie viel Uhr war das? 6.25 Uhr, Sir. Wieso gerade um 6.25 Uhr? Ich musste ihn zu der Zeit reinholen, sonst hätten ihn alle gesehen, Sir. Also haben Sie ihn nicht mehr sehen können, als Sie aufstanden, weil er nicht mehr da war. Und nachts konnten Sie ihn nicht sehen, weil es zu dunkel war. Ich sag Ihnen, wann Sie ihn gesehen haben. Zwischen 6.15 Uhr und 6.25 Uhr. In diesen 10 Minuten. Nicht eine Minute früher, nicht eine Minute später. Vor 6.15 Uhr war es zu dunkel. Tagesanbruch ist 6.15 Uhr Minuten. Da wurde der Cidre-Krug sichtbar. Er war zu sehen bis 6.25 Uhr, als er reingeholt wurde. Und ich sag Ihnen, warum Sie ihn nur zu dieser genauen Zeit gesehen haben können. Weil Sie nämlich in einer ganz speziellen Position standen. Genau dort, Sir. Von hier aus können Sie das Fenster gar nicht sehen, weil die Bäume es verdecken. Das ist der einzige Platz, von dem Sie es sehen konnten. Sie mussten direkt dort oben hinter der Kanone stehen. Soll ich weiterreden? Sie haben gut gearbeitet. Ich wollte den Verantwortlichen sofort identifizieren, aber ich konnte es nicht rauskriegen. Mhm. Erwarten Sie nicht, dass ich es bedauere, Inspektor. Ich muss das tun. Und ich würde es morgen wieder tun. Sind Sie mit meinen Kadetten fertig? Ja, Sir. Geben Sie mir einen Moment. Meine Herren, ich höre die Trompete. Das bedeutet, Sie haben genau 25 Minuten. Dann müssen Sie in der Messe erscheinen. Zum Frühstück. Ordentlich gekleidet, Schuhe sauber, Knöpfe geputzt. Irgendwelche Fragen? Nein, Sir! Nach dem Frühstück werden sich die Verantwortlichen, die den Cidre auf den Campus brachten, sofort bei Captain Loomis melden. Andernfalls gibt es eine Kollektivstrafe. Captain, lassen Sie wegtreten. Wegtreten!